Kapitel 9 Oszillatoren. In diesem Video schauen wir uns die Slow Stochastik an. Ein etwas komplexeres Signalgebilde, das ich Ihnen aber jetzt erläutern werde. Der Stochastik-Oszillator wurde von George Lane entwickelt. Die Idee dahinter: Kurse schließen in Aufwärtstrends in der Nähe der Hochpunkte einer Periode. Zum Beispiel der letzten 5 Tage, in Abwärtstrends in der Nähe der Tiefpunkte einer Periode. Wir können also berechnen, einmal eine sogenannte Prozent-K-Linie. Die wird berechnet, indem wir das Verhältnis eines Schlusskurses zur letzten Hoch-Tief-Spanne ermitteln, zum Beispiel 5 Tage. Das rollierend bedeutet, jeder neue Tag ändert ja die 5-Tage-Spanne wieder. Und diese Linie, diese Punkte können wir zu einer Linie verbinden, wie wir das bisher immer gemacht haben, wenn wir Indikatorlinien berechnet haben. Wenn wir die sogenannte Prozent-K-Linie jetzt nochmal mit 3 Perioden glätten, also einen 3 Perioden gleitenden Durchschnitt darauf berechnen, erhalten wir die sogenannte Prozent-D-Linie. Von der Idee her haben wir jetzt damit die sogenannte schnelle oder Fast-Stochastik. Diese gibt sehr viele Signale, viele Fehlsignale und ist sehr zapplig. Die Formel, die Sie hier sehen, beschreibt das nochmal mathematisch, was ich hier oben erläutert habe. Was wir anwenden üblicherweise, ist die sogenannte Slow- oder langsame Stochastik. Die geht jetzt wie folgt. Wir haben ja zunächst einmal nach dieser Formel die Prozent-K-Linie ermittelt, diese geglättet und dadurch 2 Linien erhalten. Wir nehmen jetzt die Prozent-D-Linie, also die langsamere Linie dieser beiden, und definieren diese als Prozent-K der langsamen Stochastik und berechnen dann auf diese neue Prozent-K-Linie nochmal eine dreifache Glättung, also dann die neue Prozent-D. Wir haben damit also den gesamten Linienverlauf nochmal geglättet, langsamer, ruhiger gemacht. Daher der Begriff Slow oder langsame Stochastik. Wie wenden wir diese an? Wie wird nun der Indikator interpretiert? Nun, zunächst, die Indikatorlinie verläuft zwischen 0 und 100. Es werden wieder eine untere und eine obere Signalzone definiert, hier aber nun 20 und 80. Wir hatten in einem vorhergehenden Video über den RSI gesehen, hier waren die Signalzonen bei 30 und 70 definiert. Mein Tipp: Bleiben Sie bei der Stochastik bei 20 und 80. Welche Signale haben wir nun? Im Kauf zunächst mal ein Crossover von Prozent K und Prozent D. Und zwar schneidet Prozent K, Prozent D von unten nach oben. Und dann als nächstes Signal steigen beide Linien über die 20-Punkte-Marke nach oben. Im Verkauf: Prozent K schneidet Prozent D von oben nach unten und dann fallen beide Linien unter die 80-Punkte-Marke. Mein Tipp: Die Crossover-Signale Prozent K mit Prozent D sind oft sehr volatil und verwirrend, insbesondere bei kürzeren Periodeneinstellungen wie 7 oder 5 zum Beispiel. Hier als Tipp: Verwenden Sie nur die Prozent-D-Linie, also die langsamere Linie. Sie kriegen dann K
keine Crossover-Signale. Die Signale, die Sie dann handeln, sind die Schnittpunkte mit der oberen und unteren Signalzone. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen hier im Schema. Die Slow Stochastik im DAX-Tageschart in zwei verschiedenen Einstellungen, 14, 3, 3 und 5, 3, 3. Schauen wir uns zunächst diese Einstellung 14, 3, 3 an. Das bedeutet, wir haben zunächst eine 14-Periode Prozent K-Linie. Diese wird dreifach geglättet, dann kriegen wir die Prozent D. Und die dritte 3 zeigt uns, dass wir es hier mit der Slow-Stochastik zu tun haben, nämlich die nochmalige Glättung um 3 Perioden, die ich Ihnen ja bereits erläutert habe. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Signale. Was Sie sehen ist, wir haben hier nur jetzt das Crossover, Prozent K, die türkise steigt über die rote und beide über die untere Marke von 20. Hier oben haben wir das Crossover nach unten, ein erstes Verkaufssignal und dann fallen beide Linien unter die 80. Was Sie sehen ist hier, dass wir in diesem Beispiel den Swing mit diesem Crossover sehr schön am Höhepunkt erwischen. Die 20, der Fall unter die 80, hier kommt sehr viel später, kommt quasi am Tief dieser Bewegung. Was wir hier sehen, ist ein frühes Crossover, hier, und danach steigen beide über die 20, also das bestätigende Kaufsignal wäre hier. Im neutralen Bereich haben Sie ständig Crossover der beiden Linien. Ich empfehle Ihnen, hier darauf nicht zu achten. Diese Crossover sind sehr schwer zu handeln, sehr volatil. Die Signale bringen Ihnen keinen Ertrag hier. Noch als Tipp, was Sie hier sehen, ist ein Kaufsignal, das aber nie in den oberen Extrembereich kommt, also nie ein Verkaufssignal hier oben generiert. Das daraus folgende Verkaufssignal wäre dann spätestens hier aus Sicherheit, dass man sagt, okay, der Kurs fällt unter die 20 zurück, dann würde ich die Long-Position, die ich hier eingegeben, vorsorglich glattstellen, mit Verlust dann allerdings. Aber in dem Moment wissen Sie nicht, wie lange der Kurs hier noch fallen wird. Ob der wieder dreht oder nicht, wissen Sie nicht. Der Indikator gibt Ihnen hier quasi einen Sicherheitsausstieg. Er gibt Ihnen aber auch hier wieder, direkt danach, einen Einstieg, sodass Sie den gesamten Swing hier wieder mitnehmen. Und jetzt sehen wir die Problematik der von mir angesprochenen zwei Signalebenen. Sie haben einmal die Crossover-Signale und die Signale unter die 80-Werte-Linie hier. Nach den Crossover-Signalen sind Sie natürlich hier sehr verwirrt, weil in dem Bereich hier der Indikator ständig Crossover-Signale zwischen Türkis und roter Linie gibt. Ein vernünftiges Signal kommt erst hier. Hier dagegen, Crossover-Signal, Sie wären raus, aber der Kurs steigt trotzdem weiter an. Die 20 oder die 80-Punkte-Linie wird überhaupt nicht erreicht. Hier würden Sie drin bleiben und erst hier rausgehen. Zusammenfassend sei daher gesagt, Sie haben oft ein divergierendes Bild zwischen den Crossover-Signalen und den bestätigenden Signalen. Manchmal ist das eine besser, was Sie richtig gut rauskommen. Manchmal kommen Sie zu früh raus, so wie hier. Und während hier bei diesem bestätigenden Signal beim Fall unter die 80-Punkt-Linie besser bedient. Das kann man leider vorher nie wissen, das wäre schön.
sodass wir auch hier mit der Unsicherheit leben müssen, dass wir mit diesem Indikator auch mal Fehlsignale oder mindestens mal ungünstigere Signale kriegen werden. Hier die Einstellung im unteren Bereich, die Stochastik 533, eben jetzt schneller eingestellt. Und hier sehen Sie, dass Sie auch die kleineren Swings wie den angezeigt bekommen. Die 5er Einstellung eignet sich also hier besser als die 14er Einstellung, weil wenn Sie Oszillatoren verwenden im Swing Trading, Sie diese Swings angezeigt bekommen möchten. Auch den hier. Und Sie sehen, dass im Unterschied zu der 14 Perioden Einstellung oben, die 5er hier unten, Ihnen die Swings sehr gut abgreift. Und zwar auch in den oberen, unteren Signalebenen. Ich zeichne Ihnen das mal nach. Und Sie sehen, wenn Sie da oben vergleichen im DAX, dass die Swings hier immer auch mit den Signalen sehr gut getroffen werden. Die Einstellung 533 eignet sich also hier in diesem Beispiel sehr gut für kurzfristigere Trading-Aktivität. Im nächsten Folie zeige ich Ihnen, was ich gemeint habe, wenn wir die Triggerlinie, die Prozent D weglassen. Hier nochmal 533 hier unten, türkise und rote Linie. Jetzt lassen wir einfach eine Linie weg. Sie können jetzt sagen, ich lasse die rote oder die türkise Linie weg. Vor- und Nachteile dabei. Die türkise Linie, diese hier, ist ja die Prozent K. Die rote ist die Triggerlinie, die, wie Sie hier sehen, etwas glatter ist und später kommt. Signale kommen etwas später. Vielleicht werden dafür aber einige Fehlsignale gefiltert. Da gibt es jetzt kein Allheilmittel für. Ich habe hier mal eingezeichnet, dass ich die Triggerlinie weglasse, also nur diese Linie betrachte und dann eben nur die Signale hier handle. Kauf, Verkauf. Hier, Verkauf. Hier, wenn wir kurz, das ist diese Bewegung hier, gerade touchiert, bleibt noch drin, hier Kauf. Hier der Swing wird mitgenommen. Und was Sie eben nicht haben, ist dann diese zweite Signalebene durch das Crossover, was aber auch verwirrend sein kann, so wie in diesem Bereich hier zum Beispiel. Oder in diesem Bereich. Also Sie sehen, Indikatoren jeder Art und mit jeder Einstellung sind immer mit Vor- und Nachteilen verbunden. Je länger die Periode, desto später die Signale, es werden Fehlsignale gefiltert, aber auch Sie geben vom Gewinn mehr ab, weil Sie später rein und rauskommen. Lassen Sie hier in der Slow Stochastik die Triggerlinie weg. Kommen Sie auch später in den Markt, nämlich hier anstatt hier eine Periode später. Aber Sie vermeiden auch unsichere Signale, so wie der Bereich hier, der Sie dann auch nicht weiterbringt. Mein Tipp. Ich verwende diese obere Einstellung hier, also entweder die rote oder nur die türkise. Das macht im Endeffekt jetzt auch nicht so den Unterschied, wenn Sie das mal verfolgen, wo hier die Crossover sind von beiden. Das macht höchstens mal eine Periode plus oder minus aus. Und nehme dann die Werte hier auf der oben und unteren Extremzone, im Endeffekt so, wie wir es beim RSI schon gewohnt sind. Und das Ganze zeige ich Ihnen jetzt nochmal im MetaTrader 4. Hier wieder der DAX in der Tageseinstellung und wir schauen uns jetzt die Slow Stochastik an. Unter Oszillatoren, hoppla hier, sehen Sie die Stochastik unten. Der Wertebereich bereits eingestellt, 533.
Hier zum Beispiel sehen Sie weitere Möglichkeiten. Wir hatten es bereits schon angesprochen, welchen Preisbereich Sie haben wollen, Low High oder Schluss Schluss. Ich hatte gesagt, wir betrachten ja eine Range. Und Sie können jetzt die Range über die letzten 5 Perioden betrachten, vom Hoch zum Tief oder von Schluss zu Schluss, also höchster, tiefster Schlusskurs. Die gesamte Range betrachten wir am besten mit Low und High. Hier wählen Sie wieder die Farben und hier die Ebenen 20-80, die Sie aber für sich ändern können, nämlich hier doppelklicken. Hier doppelt beschreiben, was Sie haben wollen. Hier doppelklicken und die Ebenen ändern. Ich würde sagen, bleiben wir bei 2080. Wir wenden das an und kriegen dann diese Darstellung. Hier die 20, hier die 80, hier die obere, hier die untere Signallinie. Hier wiederum Prozent K. Das rote ist Prozent D. Und Sie können jetzt, wie Sie es ja gewohnt sind, sich die Farben selber wählen. Sie können wählen, ob Sie durchgezogene, gepunktete Linien haben wollen. Wie ist Ihnen dabei beliebt? Und Sie sehen auch die Problematiken hier mit dem Crossover. Ich empfehle nochmals, Crossover, hier alles, was in der Mitte zwischen 20 und 80 läuft, zu ignorieren. Das ist sehr verwirrend, das kommt manchmal hin, meistens nicht. Würde ich nicht darauf achten, sondern nur das, was in den Signalzonen über 80, unter 20 passiert. Und auch hier wieder empfehle ich Ihnen, die Indikatoren zu kombinieren. Nämlich einen Trendfolger wie den MACD, den wir ja bereits im Kapitel 80 besprochen haben, im Kapitel 8 besprochen haben. Da habe ich Ihnen diese Einstellung mal empfohlen, die längerfristige Einstellung. Wenn Sie das Kapitel noch nicht gesehen haben, empfehle ich Ihnen gerne, sich das mal anzuschauen. Und auch hier gilt jetzt, wir haben einen trendfolgesignalgebenden Indikator wie den MACD, der gibt uns hier ein trendfolgendes Kauf und hier ein Verkaufssignal. Der Oszillator Stochastik gibt uns hier zwischendurch bei den kurzen Bewegungen hier und hier und hier immer wieder Verkaufssignale. Das soll er, dafür ist er programmiert. Die Frage ist eben jetzt, ob Sie jedes dieser Verkaufssignale handeln möchten oder eben sagen, der MACD ist übergeordnet Long, also handle ich vielleicht nur Long-Signale in der Stochastik, um die Position aufzustocken und gehe nicht bei jeder Gegenbewegung raus. So können Sie das kombinieren, je nach Ihrem Trading-Ansatz. Es gibt da kein richtig oder falsch, sondern nur, ob Sie eben übergeordnet trendfolgend handeln möchten oder ob Sie ganz bewusst auch kleinere Swings hier zwischendurch handeln möchten. Auch hier gilt natürlich, wie bei jedem anderen Indikator, dass Sie entsprechend die Zeitebenen ändern können. Ich zeige das mal am Beispiel des extremen Beispiels des Minutencharts. Wir sind im Tag und ich definiere jetzt die Minuten. Und Sie sehen, wir haben jetzt im Minutenbereich natürlich einen sehr zappligen Verlauf. 533 nach wie vor die schnelle Einstellung. Aber auch hier gilt, wenn Sie das Gezappel in der Mitte hier weglassen, sondern nur zum Beispiel die Signalzonen 2080 betrachten, hier und hier, kriegen Sie durchaus auch die Swings ganz gut mit. Und der MACD zeigt Ihnen eben hier übergeordnet noch die Aufwärtsbewegung, beschreibt also den gesamten Aufwärtsbereich. Hier können Sie, wie in jedem anderen Indikatorsystem, die Zeitebenen nach Ihren Bedürfnissen wählen.